Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gab nun einige Tage kein neues Video im Bereich Minimalismus im Familienalltag. Ich hatte einfach keine Zeit und es hat nicht geklappt. Allerdings ist aufgeschoben ja nicht aufgehoben. Deswegen geht es heute weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. Und zwar befinden wir uns ja im Bereich Wohnzimmer schräger Küche. Dieser Bereich ist bei uns ein offener Bereich und wird deswegen von mir in der Liste parallel abgearbeitet. Heute widmen wir uns dem Thema Spülschrank. Es ist grausam. Ich werde euch das Übel mal zeigen. Geht es um diesen Schrank. Dieser Schrank wird eigentlich seit 6 Jahren immer nur befüllt. Was ich benutze, steht eigentlich alles hier vorne, damit ich auch schnell drankomme. Ich weiß gar nicht mehr, was in diesem Schrank alles drin ist. Genau deswegen räumen wir den jetzt mal aus und gucken uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt mal alles rausgeräumt und werde euch nun das Ausmaß des Grauens zeigen. Schaut euch das bitte mal an. Also, das sind Sachen, die ich ganz regelmäßig benutze. Aber ich habe irgendwie alles doppelt. Ich habe einen doppelten Reiniger, ich habe doppelt Zwiebeltücher, ich habe 3-mal Backofenreiniger, ich habe 2-mal den Bref. Ich zeige euch jetzt das Highlight, und zwar meinen schlimmsten Artikel im Schrank. Das sind nämlich 5 Flaschen Denk mit Edelstahlreiniger plus die da. Ich würde sagen, ich kann die nächsten Jahre definitiv Edelstahl putzen. Hier seht ihr nur den fertigen Schrank. Der obere Teil vom Schrank ist reduziert auf das Wesentliche, was ich wirklich ganz regelmäßig brauche. Das ist zum Beispiel Klarspüler und das Maschinensalz, unser Desinfektionsmittel, Müllbeutel, wenn ich am Aussortieren bin, unsere Cremeseife und die Reinigungsprodukte und Handdesinfektion. Das sind die Sachen, die täglich bei mir eigentlich im Gebrauch sind und deswegen so schnell erreichbar. Unten habe ich jetzt alle Vorräte drin, wie meine geringe Menge an Edelstahlreiniger, die ich da dann auch griffbereit habe, und alle anderen Sachen wie Schwämme, meine Swiffertücher, meine lustigerweise 3 Fruchtfliegenfallen, wo ich letzte Woche noch eine neue gekauft habe, weil ich dachte, ich hätte keine mehr. Außerdem darf in das obere Fach dieses Körbchen rein. In dem habe ich alles drin, was ich für meinen Wochenputz brauche. Das ist die Wischplatte von unserem Saugroboter, ein Wischtuch für den Bodenwischer, ein Edelstahlreiniger, hallo, der Glasrein natürlich, das Holzpflegemittel, meine Einmalhandschuhe und mein Swiffertuch. Das sind die Basics, die ich dann in einem Griff rausnehmen kann. Es gibt zudem einige Sachen, die ich auch direkt aussortiert habe. Habe ich nicht lange überlegt und habe die direkt weggeworfen, weil ich einfach gar keine Verwendung mehr habe, weil sie seit Jahren jetzt im Schrank drin lagen und ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, dass ich sie überhaupt noch habe. Das sind beispielsweise diese Duftstecker für eine Steckdose. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke die sind. Die kommen jetzt weg. Oder hier haben wir einen alten Seifenspender. Der ist kaputt. Der ist hier gerissen. Er ist unansehnlich, kaputt, nicht mehr schön. Deswegen kommt der jetzt weg. Wir haben hier einige alte Lappen, die für keine Verwendung mehr ist. Diese Sachen sind jetzt direkt weg. So, das war's für heute. Wir haben heute wieder ein großes Stück gearbeitet. Der Spülschrank, muss ich sagen, ist in Sachen Minimalismus jetzt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aufgrund dessen, dass ich halt so viele Vorräte habe. Die Sachen sind mir jetzt aber auch zu schade zum Weggeben oder zum Wegwerfen, weil man braucht sie einfach. Dementsprechend wird sich der Minimalismus im Laufe der Zeit in diesem Schrank einschleichen. Ich bin froh, dass jetzt einfach mal Ordnung drin ist. Unten die Vorräte, oben die Sachen, die ich jeden Tag verwende, und bin da mit dem Ergebnis jetzt erst schon mal sehr glücklich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.